Er gab zu, Hawkins' Leiche dreimal besucht zu haben. Während dieser Zeit arbeitete Bundy in Olympia als stellvertretender Director der Seattle Crime Prevention Advisory Commission, wo er eine Broschüre für Frauen über Vergewaltigungsprävention schrieb. Später arbeitete er im Department of Emergency Services, DES, einer staatlichen Behörde, die an der Suche nach den vermissten Frauen beteiligt war. Bei DES lernte er Carol Ann Bone kennen, eine zweimal geschiedene Mutter von zwei Kindern, die 6 Jahre später eine wichtige Rolle in seiner letzten Lebensphase spielen sollte. Berichte über die 6 vermissten Frauen und die brutalen Schläge von Sparks erschienen prompt in Zeitungen und im Fernsehen in ganz Washington und Oregon. Angst breitete sich in der Bevölkerung aus. Das Trampen junger Frauen ging stark zurück. Der Druck auf die Strafverfolgungsbehörden stieg, aber der Mangel an Beweisen behinderte sich stark. Die Polizei konnte den Reportern die wenigen verfügbaren Informationen nicht zur Verfügung stellen, aus Angst, die Ermittlungen zu gefährden. Weitere Ähnlichkeiten zwischen den Opfern wurde festgestellt. Das Verschwinden ereignete sich immer nachts, normalerweise in der Nähe von laufenden Bauarbeiten, innerhalb einer Woche nach den Zwischen- oder Abschlussprüfungen. Alle Opfer trugen Hosen oder Blue Jeans und an den meisten Tatorten wurde ein Mann gesichtet, der einen Gipsverband oder eine Schlinge trug und einen hellbraunen Volkswagen Käfer fuhr. Die Morde im pazifischen Nordwesten gipfelten am 14. Juli mit der Entführung von 2 Frauen am helllichten Tag. Am helllichten Tag, einem überfüllten Strand im Lake Sammamish State Park. 5 weibliche Zeugen beschrieben einen attraktiven jungen Mann, der ein weißes Tennis-Outfit mit den linken Armen einer Schlinge trug und mit einem leichten Akzent sprach, vielleicht kanadisch oder britisch. Er stellte sich als Ted vor und bat sie um Hilfe beim Entladen eines Segelboots aus seinem braunen oder bronzefarbenen Volkswagen Käfer. 4 lehnten ab, einer begleitete ihn bis zu seinem Wagen, sah, dass es gar kein Segelboot gab und sie floh. 3 weitere Zeugen sahen, wie er sich mit der Segelbootgeschichte an Janice Ann Ott, 23, eine Bewährungshelferin am Jugendgericht von King County, wandte und sie in seiner Begleitung den Strand verließ. Ungefähr 4 Stunden später verließ Denise Marie Neslund, eine 19-jährige Frau, die eine Ausbildung zur Computerprogrammiererin machte, ein Picknick, um auf die Toilette zu gehen, und kehrte nie zurück. Bundy sagte sowohl Stephen Michaud als auch William Harkmeier, dass Ott noch am Leben war, als er mit Neslund zurückkehrte, und dass er die eine zwang zuzusehen, wie er die andere ermordete. Die Polizei von King County, die endlich mit einer detaillierten Beschreibung ihres Verdächtigen und seines Autos bewaffnet war, veröffentlichte Flugblätter in der Gegend von Seattle. Ein vermeintliches Phantombild wurde in regionalen Zeitungen gedruckt und von lokalen Fernsehsendern ausgestrahlt. Elizabeth Klöpfer, Anne Rule, eine DES-Angestellte und ein Uni-Psychologie-Professor erkannten alle Bundy und das Auto und meldeten ihn als möglichen Verdächtigen. Doch die Detectives, die bis zu $200 Trinkgelder pro Tag erhielten, nahmen die Anschuldigung nicht ernst. Es wäre unwahrscheinlich, dass ein ordentlicher Jurastudent ohne Vorstrafen der Täter sein könnte. Am 6. September stolperten 2 Moorhuhnjäger über die Skelettreste von Ott und Neslund. Ein zusätzlicher Oberschenkelknochen und mehrere Wirbel, die an der Stelle gefunden wurden, wurden später von Bundy als die von Georgianne Hawkins identifiziert. 6 Monate später entdeckten Forststudenten des Green River Community College die Schädel von Healy, Rankwood, Parks und Ball auf dem Taylor Mountain, wo Bundy häufig wanderte, östlich von Issaquah. Mansons Überreste wurden nie geborgen. Im August 1974 erhielt Bundy eine 2. Zulassung von der University of Utah Law School und zog nach Salt Lake City, wobei er Klöpfer in Seattle verließ. Während er Klöpfer oft anrief, war er mit mindestens 1 Dutzend anderer Frauen aus. Als er das Jurastudium im ersten Jahr ein zweites Mal studierte, war er am Boden zerstört, als er feststellte, dass die anderen Studenten mehr intellektuelle Fähigkeiten hatten als er. Er fand den Unterricht völlig unverständlich und es bereitete sich eine große Enttäuschung für ihn aus. Im folgenden Monat begann eine neue Reihe von Morden, darunter 2, die unentdeckt blieben, bis Bundy sie kurz vor seiner Hinrichtung gestand.
Am 2. September vergewaltigte und erwürgte er in Idaho eine noch nicht identifizierte Tramperin, entsorgte die Überreste dann entweder sofort in einem nahelegenen Fluss oder kehrte am nächsten Tag zurück, um die Leiche zu fotografieren und zu zerstückeln. Am 2. Oktober entführte er die 16-jährige Nancy Wilcox in Holiday, einem Vorort von Salt Lake City. Ihre Überreste wurden laut Bundy in der Nähe des Capitol Reef National Park, etwa 320 Kilometer südlich von Holiday, begraben, allerdings nie gefunden. Am 18. Oktober verschwand Melissa Ann Smith, die 17-jährige Tochter des Polizeichefs von Midvale, einem anderen Vorort von Salt Lake City, nachdem sie eine Pizzeria verlassen hatte. Ihre nackte Leiche wurde an Thanksgiving von Wanderern gefunden. Beide Frauen wurden geschlagen, vergewaltigt, sodomisiert und mit Nylonstrümpfen erdrosselt. Jahre später beschrieb Bundy seine Obduktionsrituale mit den Leichen von Smith und Aim, einschließlich Haarschamponieren und Auftragen von Make-up. Am späten Nachmittag des 8. November wandte sich Bundy an die 18-jährige Telefonistin Carol Daronche. Er stellte sich als Officer Roseland des Murray Police Department vor und erzählte Daronche, dass jemand versucht hatte, in ihr Auto einzubrechen. Er bat sie, ihn zum Revier zu begleiten, um Anzeige zu erstatten. Als Daronche Bundy darauf aufmerksam machte, dass er auf einer Straße fuhr, die nicht zur Polizeistation führte, zog er sofort an der Schulter und versuchte, ihr Handschellen anzulegen. Während ihres Kampfes befestigte er versehentlich beide Handschellen an demselben Handgelenk und Daronche konnte die Autotür öffnen und entkommen. Später am Abend verschwand Deborah Jean Kent, eine 17-jährige Schülerin, nachdem sie eine Theaterproduktion an der Schule verlassen hatte, um ihren Bruder abzuholen. Der Schauspiellehrer der Schule und ein Schüler erzählten der Polizei, dass ein Fremder jeden von ihnen gebeten habe, auf den Parkplatz zu kommen, um ein Auto zu identifizieren. Ein anderer Schüler sah später denselben Mann im hinteren Teil des Hörsaals auf- und abgehen und der Schauspiellehrer entdeckte ihn kurz vor Ende des Stücks wieder. Außerhalb des Auditoriums fanden die Ermittler einen Schlüssel, der die Handschellen an Carol Daronche Händen öffnen konnte. Im November rief Elizabeth Klöpfer, also Bundys feste Freundin, die Polizei von King County ein zweites Mal an, nachdem sie gelesen habe, dass junge Frauen in Städten rund um Salt Lake City verschwanden. Detective Randy Hirgesheimer von der Abteilung für schwere Verbrechen hat sie ausführlich ausgefragt. Bis dahin war Bundy bei den Verdächtigen von King County beträchtlich aufgestiegen, aber der von den Detektiven als zuverlässigste Zeuge aus Lake Sammamish konnte ihn nicht anhand einer Fotoaufstellung identifizieren. Im Dezember rief Klöpfer das Sheriffbüro von Salt Lake County an und wiederholte ihren Verdacht, Bundys Name wurde in ihrer Liste der Verdächtigen aufgenommen. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es keine glaubwürdigen forensischen Beweise, die ihn mit den Verbrechen in Utah in Verbindung brachten. Im Januar 1975 kehrte Bundy nach seinem Abschlussexamen nach Seattle zurück und verbrachte eine Woche mit Klöpfer, die ihm nicht sagte, dass sie ihn dreimal bei der Polizei angezeigt habe. 1975 verlagerte Bundy einen Großteil seiner kriminellen Aktivitäten nach Osten, von seiner Basis in Utah nach Colorado. Am 12. Januar verschwand eine 23-jährige Krankenschwester namens Karen Aileen Campbell. Ihre nackte Leiche wurde einen Monat später neben einer unbefestigten Straße außerhalb des Resorts gefunden. Sie war durch Schläge auf ihren Kopf mit einem stumpfen Gegenstand getötet worden. Ihr Körper trug auch tiefe Schnittwunden. Am 15. März verschwand Julie Cunningham, 26. Bundy erzählte später den Ermittlern in Colorado, dass er sich Cunningham auf Krücken näherte und sie bat, seine Skischuhe zu seinem Auto zu tragen, wo er sie schlug und mit Handschellen gefesselt hatte, bevor er sie erwürgte. Wochen später unternahm er die 6-stündige Fahrt von Salt Lake City, um ihre Überreste erneut zu besuchen. Denise Lynn Oliverson, 25, verschwand am 6. April in nahe der Grenze zwischen Utah und Colorado, als sie mit dem Fahrrad zum Haus ihrer Eltern fuhr. Ihr Fahrrad und ihre Sandalen wurden unter einem Viadukt in der Nähe einer Eisenbahnbrücke gefunden. Am 6. Mai entführte Bundy die 12-jährige Lynette Dawn Culver von der Alameda Junior High School in Idaho.
Er ertrank und missbrauchte sie dann in seinem Hotelzimmer, bevor er ihren Körper in einem Fluss entsorgte. Mitte Mai besuchten ihn drei von Bundys Washington State DES-Mitarbeitern, darunter Carol Ann Bone in Salt Lake City, und blieben eine Woche in seiner Wohnung. Bundy verbrachte anschließend Anfang Juni eine Woche in Seattle mit Klöpfer und sie diskutierten über eine Hochzeit. Auch hier erwähnte Klöpfer ihre mehrfachen Aussagen bei der Polizei nicht. Auch Bundy enthüllte weder seine anhaltende Beziehung zu Bone noch eine gleichzeitige Romanze mit einer Jurastudentin aus Utah. Am 28. Juni verschwand Susan Curtis vom Campus der Brigham Young University in Provo. Curtis' Ermordung wurde Bundys letztes Geständnis, kurz bevor er die Hinrichtungskammer betrat. Die Leichen von Wilcox, Kent, Cunningham, Oliverson, Culver und Curtis wurden nie geborgen. Im Bundesstaat Washington kämpften die Ermittler noch immer mit der Analyse der Mordserie im pazifischen Nordwesten, die so abrupt endete, wie sie begonnen hatte. Von Tausenden von Namen tauchten 26 auf 4 per Computer zusammengestellten Listen auf. Einer war Ted Bundy. Detectives stellten auch manuell eine Liste ihrer 100 besten Verdächtigen zusammen. Und Bundy war ebenfalls auf dieser Liste.